Ja, das war ein Paukenschlag, den das Video gestern vom Strache ausgelöst hat. Ja. Wie haben Sie das heute beobachtet in der Bundeshauptstadt? Ja, ich muss sagen, ich habe alles relativ hautnah beobachtet, habe auch alles live mitgeschaut, weil man will ja wissen, was passiert, vor allem wenn es die eigene Regierung ist. Ich glaube, es wurden jetzt einmal die richtigen Konsequenzen gezogen. Allerdings, glaube ich, ist das erst die Spitze des Eisberges, was da zutage getreten ist. Und ich glaube, alle werden gut beraten, das jetzt bis zur Wurzel hin aufzuklären. Also Aufklärung steht jetzt an erster Stelle und nicht Neuwahlen auszurufen, wie es ja auch im Raum steht. Ich glaube, aufklären ist das Allervordringlichste und dann die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, das muss man sich dann anschauen. Aber jetzt vorschnell etwas zu machen, nur um Aktion oder Aktionismus zu betreiben, ist, glaube ich, nicht angebracht. Ja, die Journalnachrichten waren überraschend und sehr bedrückend, würde ich sagen. Für mich auch ein bisschen bedrückend, ja. Was? Der Schaden für Österreich ist, glaube ich, jetzt auf eine lange Zeit. Das ist ziemlich groß. Ist auch für Sie das Vertrauen in die Politik damit gesunken? Ich würde einmal sagen, er war immer schon tief. Stimmt, ja. Also ich habe heute noch scherzhalber gesagt, es hat immer geheißen, hinterm Semmering beginnt der Balkan. Aber ich glaube, jetzt sind wir dann bald mittendrin, was so Korruption und so. Aber das ist... Und was ist die einzige logische Konsequenz jetzt? Strache ist zurückgetreten, muss es Neuwahlen auch geben? Meiner Meinung nach schon, ja. Was anderes kann man schlecht machen jetzt. Ja, ich habe es natürlich mitverfolgt im Radio. Und ja, der Rücktritt ist eigentlich die logische Konsequenz. Soll es noch weitergehen? Soll es Neuwahlen geben? Ich denke mal, dass es zu Neuwahlen kommen wird. Und ja, wahrscheinlich die beste Lösung. Aber man muss wahrscheinlich noch abwarten, was genau rauskommt, also was sich weiterentwickelt. Kurz hat seine Rede jetzt auf kurz vor 8 heute verschoben. Kann sein, dass dort vielleicht schon die Neuwahlen ausgerufen werden, also das wäre zu vorschnell, wenn er das heute machen würde. Also ich bin nicht berufen, da Ratschläge zu erteilen. Man muss mehrere Konstellationen da sehen und auch wissen, welche anderen Optionen man hat. Ich glaube, das ist ja im Moment auf Bundesebene das Kernthema. Wenn man diese Partnerschaft auflöst, welche anderen Optionen gibt es dann überhaupt? Und das halte ich für das große Fragezeichen.